Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, heute geht es um ein wichtiges Etappenziel für mehr Grün in Nordrhein-Westfalen. Wir beraten heute einen Koalitionsvertrag zur Bildung einer rot-grünen Minderheitsregierung für Nordrhein-Westfalen. Dazu habt ihr uns heute vor 3 Wochen den Auftrag gegeben, und ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Und der Sven hat gerade ja schon viele Unterstützer aus allen gesellschaftlichen Gruppen genannt. Das zeigt, dass wir hier wirklich auf dem richtigen Weg sind. In sage und schreibe 15 Tagen haben wir mit der SPD ein sozial-ökologisches Reformprogramm für Nordrhein-Westfalen erarbeitet, das wir guten Gewissens vor unseren Wählerinnen und Wählern verantworten können. Und ich sage bewusst mit der SPD und nicht gegen die SPD. Es war ein sachorientiertes Ringen um das Beste für Nordrhein-Westfalen. Es war ein Arbeitsprozess, der am Gelingen orientiert war, von 2 Partnern auf Augenhöhe, von 2 eigenständig agierenden Parteien in Nordrhein-Westfalen. Und so ist aus unserem Macht mehr möglich, ein gemeinsam mehr möglich machen geworden, liebe Freundinnen und Freunde. Hier ist er, der sozial-ökologische Aufbruch für ganz Nordrhein-Westfalen. Ein mehrheitsfähiger Zukunftsplan für ganz Nordrhein-Westfalen. Das gemeinsame Angebot von SPD und Grünen für ganz Nordrhein-Westfalen. Liebe Freundinnen und Freunde, dieser Vertrag enthält ein umfassendes Regierungsprogramm mit 3 Schwerpunkten und genau mit den Schwerpunkten, für die wir vor den Wahlen gekämpft haben. Erstens Bildung. Die Studiengebühren kommen weg. Die Gemeinschaftsschule kann kommen und die Kitas werden besser. Zweiter Schwerpunkt, Klima und Energie. Wir setzen auf die energetische Gebäudesanierung und auf erneuerbare Energien. Drittens, Kommunen. Wir werden unsere Kommunen wieder handlungsfähig machen mit einem vor der Wahl versprochenen Altschuldenfonds. Und das ist ganz wichtig für alle Menschen in Nordrhein-Westfalen, die vor Ort Demokratie und Angebote erleben. Das sind die Schwerpunkte im Wahlkampf gewesen, das waren die Schwerpunkte unseres Zukunftsplans und das sind auch die Schwerpunkte des Koalitionsvertrages. Ich sage es euch ganz ehrlich. Ich bin stolz auf diesen Vertrag und ich bin stolz auf alle, die daran mitgearbeitet haben. In der Verhandlungskommission, in den Arbeitsgruppen, in der Redaktionsgruppe. Und dafür sage ich all denen, die diesen Vertrag möglich gemacht haben, dafür sage ich ganz, ganz herzlichen Dank und dafür solltet ihr auch ganz herzlichen Dank sagen. Das ist wieder einmal eine Teamleistung und das ist wieder einmal eine Gemeinschaftsleistung. Und ich sage diesen Dank ausdrücklich auch an die Kolleginnen und Kollegen der SPD, die Pendants auf der anderen Seite. Das war auch mit der SPD eine Gemeinschaftsleistung und das spricht für den neuen Stil dieser rot-grünen Koalition. Und das freut uns alle ganz besonders. Aber, und auch das sage ich ganz ausdrücklich, ich bin auch stolz auf euch, auf unsere Partei, auf uns Grüne. Denn mit unserem Zukunftsplan für Nordrhein-Westfalen haben wir ja überhaupt erst die Voraussetzung dafür geschaffen, die Voraussetzung für diesen wegweisenden Koalitionsvertrag. Und wenn ich wegweisend sage, dann meine ich das ganz wortwörtlich. Dieser Vertrag weist uns, Grünen und SPD, den Weg, den neuen Weg, den wir gemeinsam mit allen, die wollen, in der nächsten Zeit gehen werden. Deshalb haben wir auch diese Überschrift gewählt, gemeinsam neue Wege gehen oder das schöne Titelblatt zusammen für NRW. Und das betrifft zum einen das Wie. Wir werden eine Minderheitsregierung bilden. Das ist ein neuer Weg. Das ist, wie wir alle wissen, ein Wagnis. Wir brauchen für jede einzelne Abstimmung im Parlament zumindest 2 Abgeordnete, die sich enthalten oder einen, der unseren Initiativen zustimmt. Das heißt auch, und ich finde sehr gut, dass Sven das auch so deutlich gesagt hat,
Wir sind gesprächsbereit. Wir wollen gesprächsbereit sein. Und wir schauen auch auf die Initiativen und Ideen der anderen. Das meinen wir mit Koalition der Einladung. Und das meinen wir Grüne sehr ernst. Und das werden wir immer und immer wieder wiederholen. Der Weg ist das Ziel, liebe Freundinnen und Freunde. Das heißt auch, wir können nicht wissen, hält das 5 Monate oder 5 Jahre. Aber wir werden es versuchen und wir werden alles dran setzen, dass es länger hält. Denn die Bevölkerung hat uns ja nicht für 5 Monate gewählt, sondern sie hat uns für 5 Jahre gewählt, liebe Freundinnen und Freunde. Das dürfen wir uns auch immer wieder selbstbewusst klar machen. Und es gibt gute Chancen auf Erfolg. Dieser Vertrag enthält viele Einladungen. Wir wollen eine neue demokratische Kultur des Miteinanders mit allen Fraktionen im Parlament. Und von Ihnen hängt es ab, ob dieser Weg gelingt oder nicht. Betreiben Sie Obstruktion oder Blockade oder öffnen Sie sich unseren Angeboten. Betreiben Sie Fundamentalopposition oder folgen Sie unserer Einladung, mitzutun an der Gestaltung der Zukunft unseres Landes. Das ist der eine Teil des neuen Wegs. Die Art und Weise, wie wir regieren wollen und regieren werden. Der Weg gehört zum Ziel. Der andere Teil betrifft die Inhalte. Auch da wollen wir neue Wege gehen. Wir wollen mehr Chancen eröffnen und alle Potenziale nutzen. Was heißt das nun konkret? Nehmen wir den Klimaschutz. Wir werden ein Klimaschutzgesetz auf den Tisch legen, das verbindliche Klimaschutzziele festlegt. Und es wird einen Klimaschutzplan geben, der die entsprechenden konkreten Maßnahmen benennt, inklusive Zwischenziele. Und wenn klar ist, dass weitere neue Kohlekraftwerke diesen Klimaschutzzielen widersprechen, dann wird es sie auch nicht geben, liebe Freundinnen und Freunde. Diese Koalition leitet das Ende des fossilen Zeitalters in Nordrhein-Westfalen ein. Und genau das meinen wir Grüne, wenn wir von Nordrhein-Westfalen als Energieland Nummer 1 sprechen. Das sind neue Wege, die mehr Chancen für den Klimaschutz eröffnen, die unsere vorhandenen Potenziale, was Energiewissen, was Produktion und Entwicklung, was Forschung angeht, gezielt nutzen werden. Das schafft Arbeitsplätze, das schafft Wirtschaftskraft, und zwar fern von kurzfristigen Hilfs- und Konjunkturprogrammen. Was wir da vorhaben, das ist von Dauer und das ist nachhaltig. Und das alles werden wir gemeinsam mit den Menschen, mit den Unternehmen schaffen, liebe Freundinnen und Freunde. Und dass das dann auch passiert, dafür sorgt Johannes Remmel, der in der nächsten Woche der erste Klimaschutzminister Deutschlands werden wird, wenn ihr das wollt und heute beschließt. Auch was die Frauenrechte angeht, müssen wir neue Wege gehen. Dass bei uns etwas mehr als die Hälfte der Menschen Frauen sind, das wissen alle. Aber warum sind nur 12% in den Aufsichtsräten Frauen? Frauen haben in diesem Land noch immer weniger Chancen. Das ist Realität. Weniger Chancen für den beruflichen Aufstieg und weniger Geld, wenn sie das Gleiche leisten wie Männer. Das wollen wir ändern, mit dem für Deutschland neuen Weg einer Quote für Aufsichtsräte zum Beispiel. Das ist ein neuer Weg, der Frauen mehr Chancen eröffnet und der für alle gemeinsam die bei den Frauen vorhandenen Potenziale nutzt, und zwar zum Wohle der Unternehmen und zum Wohle der Gesellschaft. Und Frauen sind dabei nur das größte Beispiel, das eklatanteste Beispiel für Gruppen, die in diesem Land systematisch benachteiligt sind. Das wollen wir beenden durch Chancengleichheit und Gleichberechtigung. Und dass das auch in konkrete Politik mündet, dafür wird die zukünftige Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter sorgen, Barbara Steffens, wenn ihr das wollt und ihr das heute beschließt, liebe Freundinnen und Freunde. Und dass das größte Bundesland ab Mittwoch mit einer weiblichen Doppelspitze regiert wird, das ist ja auch ein ganz gutes Signal für mehr Chancengleichheit und mehr Gleichberechtigung.
Liebe Freundinnen und Freunde, neue Wege gehen, mehr Chancen eröffnen, alle Potenziale nutzen. In einem Bereich passen diese drei Kernsätze, die über der Präambel stehen, ganz besonders gut zusammen, in der Bildung. Und es ist ein Skandal, dass wir es in unserem Land zulassen, dass so viele Kinder und Jugendliche auf der Strecke bleiben. Und es ist ein Skandal, dass das immer noch abhängig ist vom Geldbeutel der Eltern oder von der Herkunft, wie der aktuelle Integrationsbericht der Bundesregierung wieder einmal zeigt. Es geht einfach nicht richtig voran in der Bildung, liebe Freundinnen und Freunde. Und das beschreibt die zwei riesigen Herausforderungen, die wir, SPD und Grüne, nun gemeinsam angehen wollen und für die dieser Koalitionsvertrag die Basis bildet. Erstens, wir müssen die Qualität unseres Bildungssystems so verbessern, dass eben kaum noch jemand auf der Strecke bleibt, am besten überhaupt kein Kind. Wir wollen kein Kind und keinen Jugendlichen mehr zurücklassen, liebe Freundinnen und Freunde, weil wir es schlicht und ergreifend nicht leisten können, dass wir das tun. Wir müssen die Bildungskette so weit wie möglich und Schritt für Schritt von Beiträgen und Gebühren befreien, damit der Geldbeutel der Eltern kein Grund mehr ist, warum Kinder auf der Strecke bleiben. Ihr wisst es, ich weiß es auch, die größte Herausforderung in der Bildungspolitik ist der Umbau des Schulsystems und die am meisten umkämpfte und die schwierigste. Und die Blockierer und Kritiker haben sich prompt zu Wort gemeldet. Die einen sagen, das ist der Generalangriff auf das Schulsystem. Die anderen sagen, das bliebe hinter den vollmundigen Versprechungen des Wahlkampfes zurück. Beides ist falsch, liebe Freundinnen und Freunde. Beides ist falsch. Wir nehmen weder einen Generalangriff, auch was auch immer, vor, noch bleibt genau das, was wir tun, hinter gerade unseren Versprechungen im Wahlkampf zurück. Wir legen den Umbau zielgerichtet, klug und unumkehrbar an. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Menschen mitnehmen auf diesem Weg hin zu einer gerechteren, leistungsfähigeren Schule, weil wir auf den Konsens vor Ort setzen und weil wir wissen, dass unser Konzept so überzeugend ist, dass sich auf Dauer niemand unserem Weg wird verschließen können, auch nicht die Menschen in den Gymnasien, die wissen, dass sich auch die Gymnasien verändern müssen, liebe Freundinnen und Freunde. Darum geht es. Und wie ein kleines Aufbruchssignal habe ich gestern erfahren, dass in Gelsenkirchen sich ein Gymnasium und eine Hauptschule zusammentun wollen, um eine Schule der Zukunft nach unserem Konzept zu werden, liebe Freundinnen und Freunde. Und genau dafür haben wir im Wahlkampf geworben. Und kein geringerer als Dr. Ernst Rösner, der Begründer der Deutschen Gemeinschaftsschule, bescheinigt uns genau dies. In einer Replik zum Spiegel schreibt er: Empfehlung eines Parteilosen, vergleichen Sie mal das Wahlprogramm der Grünen zur Schulstrukturreform mit der Koalitionsvereinbarung. Stimmt nahezu 1:1. Ein größeres Kompliment für unseren Koalitionsvertrag können wir nicht bekommen, liebe Freundinnen und Freunde. Und weil das so ist, dass genau unser Konzept der Schule der Zukunft Grundlage für das Regierungshandeln ist, genau darum ist es auch folgerichtig, dass wir für diesen Bereich auch Verantwortung übernehmen. Ich weiß, was das für eine Herausforderung ist, aber ich freue mich auch drauf. Und ich weiß, dass ihr in den Kommunen maßgeblich mit dazu beitragen werdet, dass unser Weg gelingt. Liebe Freundinnen und Freunde, drei Ministerinnen und Minister habe ich genannt. Da möchte ich eine weitere Person nicht vergessen. Wir können nämlich auch froh sein, dass es gelungen ist, im zukünftig großen Wirtschafts-, Verkehrs- und Bauministerium einen Staatssekretär zu verankern. Und zwar für den zentralen und oft umkämpften Bereich Verkehr. Das wird unser geschätzter und kompetenter Kollege Horst Becker sein, ein Verkehrsexperte,
Verkehrsexperte, der bei Freunden und politischen Gegnern nicht unbedingt gleich beliebt ist, aber überall aufgrund seiner Fachkenntnis geachtet und manchmal auch zu Recht gefürchtet wird, liebe Freundinnen und Freunde. Aber, das wisst ihr, wir vier allein auf der Regierungsbank reichen nicht, um unsere Politik erfolgreich umzusetzen. Viel wichtiger und zentraler und noch einmal gesteigert in einer Minderheitsregierung ist das Parlament und damit unsere Fraktion. Die ersten Wochen mit uns 23 Abgeordneten stimmen mich da absolut zuversichtlich. Diese Truppe wird das anpacken und packen. Alle sind hochmotiviert, alle sind hochkompetent und alle ziehen an einen gemeinsamen großen Strang, liebe Freundinnen und Freunde. Und das ist weiterhin auch wichtig für die Arbeit der Grünen in Nordrhein-Westfalen. Und die kommende Fraktionsführung wird mit dazu sorgen, dass wir gemeinsam mit dem frisch gewählten Landesvorstand als NRW-Grüne einen sachlichen, kompetenten und sichtbaren Gegenpol zur Chaosregierung in Berlin bilden werden, liebe Freundinnen und Freunde. Das muss man sich immer wieder klar machen. Gegen das schwarz-gelbe Chaos mit einer großen Mehrheit in Berlin, da können wir doch nur gegen glänzen, und wir Grünen werden unseren Beitrag dazu beitragen. Liebe Freundinnen und Freunde, der Koalitionsvertrag beschreibt einen Aufbruch in die Zukunft. Wir eröffnen neue Chancen und wollen alle Potenziale nutzen. Die Potenziale und Möglichkeiten aller Kinder und Jugendlichen. Die Potenziale und Möglichkeiten unserer Wirtschaft und unserer Umwelt. Die Potenziale unserer Städte und Gemeinden. Das Potenzial für unsere Demokratie, indem wir direkte Beteiligung erleichtern und ermöglichen. Die Potenziale und Möglichkeiten der Menschen von Nordrhein-Westfalen in ihrer ganzen Vielfalt. Und dafür lohnt es sich auch, Geld in die Hand zu nehmen. Und wenn dann die Stimmen laut werden, wir machen Schulden auf dem Rücken der Zukunft, dann ist genau das Gegenteil der Fall. Wir investieren in Zukunft. Ja, wir geben Geld dafür aus, Chancen zu eröffnen und Zukunftspotenziale zu nutzen. Und das wird sich mittel- und langfristig sowohl gesellschaftlich als auch finanziell auszahlen. Das Geld, das wir in die Hand nehmen, hat ein großes Ziel. Wir wollen gemeinsam mehr möglich machen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe bisher bewusst zur noch amtierenden Landesregierung nichts gesagt, mich nicht an ihr abgearbeitet. Aber bei der Finanzpolitik muss ich eine Ausnahme machen. Denn der bisherige Finanzminister Linsen will sich gerade ein Denkmal setzen, eines, das er nicht verdient hat. Denn in seinem Haushalt, den er uns hinterlassen hat, hat er etwa 3 Milliarden Euro nicht berücksichtigt. Er hat die Netto-Neuverschuldung künstlich klein gehalten. Und das lassen wir dieser Regierung nicht durchgehen, liebe Freundinnen und Freunde, dass sie gerade auch in der Haushalts- und Finanzpolitik ihre Wahlversprechen nicht eingehalten hat. Sie haben es nicht eingehalten. 120 Milliarden Schulden waren es zu Ende von Rot-Grün, und es sind jetzt 130 Milliarden Schulden, liebe Freundinnen und Freunde, und das sind 10 Milliarden Schulden mehr. Und das müssen wir ganz deutlich immer wieder sagen, weil jetzt hier versucht wird, Geschichtssplitterung zu betreiben, und das ist nicht angemessen, und auch darum ist diese Regierung abgewählt worden. Und deswegen nehmen wir mit einem Nachtrag eine Schlussabrechnung vor, die das zeigen wird. Finanzminister Linsen ist ein Schuldenrekordminister, und wir werden es erleben, dass wir, SPD und Grüne, sowohl in Zukunftsfelder investieren als auch die Neuverschuldung senken können, und das ist auch richtig, dass wir uns das vornehmen. Das soll meine letzte Anmerkung und einzige Anmerkung zur in wenigen Tagen nicht mehr amtierenden Landesregierung sein. Aber ein paar Anmerkungen zum Ist-Zustand unserer politischen Wettbewerber will ich schon noch machen. Mit wem haben wir es zu tun, wenn wir uns jeweils Verbündete suchen müssen für unsere Vorhaben? Erstens mit einer innerlich zerrissenen CDU. Die Fraktion ist gespalten zwischen einem sogenannten Reformer und einem konservativen Platzhalter und Sachwalter für Rüttgers. Mit einer Partei,
die immer noch nicht wahrhaben will, dass sie es sich zu einfach macht, wenn sie das schlechte Wahlergebnis allein auf den Bund schiebt. Es gibt und gab auch Fehler in Nordrhein-Westfalen, und das will die CDU und das will insbesondere Herr Rüttgers nicht wahrhaben. Und wer das nicht einsieht, der kann natürlich auch nicht richtig nach vorn schauen. Wir haben es zu tun mit einer FDP, die leider bisher nicht erkannt hat, dass privat vor Staat krachend abgewählt worden ist, liebe Freundinnen und Freunde. Auch das ist doch ein Ergebnis dieser Landtagswahl. Unsere Freiheit heißt Verantwortung. Aber statt sich inhaltlich neu aufzustellen, arbeitet sich die FDP an uns ab und geht so weit zu glauben, dass 6,7% ungefähr so viel sind wie 12,1. So schlecht ist unser Bildungssystem aber doch nicht, dass man da nicht einen deutlichen Unterschied sehen könnte, liebe Freundinnen und Freunde. Die Linkspartei hat ihre Rolle noch nicht gefunden und tritt ausgesprochen unterschiedlich auf. Und es ist auffällig, dass immer, wenn was in Nordrhein-Westfalen passiert, sich immer zuerst die Bundesebene meldet. Und die Bundesebene gibt konstruktive Signale, aber in Düsseldorf nehmen wir ein einziges Hü und Hott wahr. Und ich bin gespannt und wir alle sind gespannt, ob die Linkspartei ihrem Wählerauftrag gerecht wird, was sie damit macht, ob sie den sozial-ökologischen Politikwechsel mitbefördert oder nur Radikalforderungen herausposaunt, ohne Verantwortung zu übernehmen. Und noch eins, liebe Freundinnen und Freunde, und das finde ich das Erstaunlichste. Lasst euch nicht kirre machen, wenn CDU und FDP vor einem Linksbündnis warnen, wenn wir auch mal mit Stimmen der Linkspartei unsere Politik durchsetzen. Denn die, die das kritisieren, die können doch nicht schnell genug mit der Linkspartei an einem Tisch sitzen, wenn es darum geht, sich eigene Vorteile zu verschaffen, liebe Freundinnen und Freunde. Und das, genau das ist im Parlament im Moment sehr plastisch zu erleben. Wenn es nicht verwerflich ist, dass Herr Uhlenberg von der CDU mit der Linkspartei und mit den Stimmen der Linkspartei zum Landtagspräsidenten gewählt wird, und zwar unmittelbar, ja, wie soll es dann verwerflich sein, wenn Hannelore Kraft nur mittelbar mit den Stimmen und durch das Verhalten der Linkspartei zur Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen gewählt wird, liebe Freundinnen und Freunde? Da wird mit zweierlei Maß gemessen, und wenn ich eins nicht leiden kann, dann ist es, wenn man mit zweierlei Maß lässt. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst mich abschließend einen Wunsch äußern. Ich wünsche mir, und ihr wünscht euch das auch, dass wir ganz, ganz viele Menschen in diesem Land dazu ermuntern, aufzubrechen gemeinsam mit uns. Mit diesem Vertrag, der so viel von unserem Zukunftsplan für NRW enthält, im Rücken. Wir haben diesen Vertrag, dieses gute Konzept für Nordrhein-Westfalen ausgearbeitet, und wir wollen auf dieser Grundlage gemeinsam neue Wege gehen und gemeinsam mehr möglich machen. Dazu und dafür könnt ihr heute mit eurer Entscheidung, mit eurer Stimme ein Signal geben und könnt grünes Licht geben. Ich bin mir sicher, ihr werdet das voller Überzeugung und mit großer Geschlossenheit tun. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt und freue mich auf unsere gemeinsame Diskussion. Vielen Dank.